Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Anno 1800 hier bei Heisenberg zockt. So, eigentlich wäre ja alles okay, was mir halt immer noch nicht gefällt. Ihr erahnt es wahrscheinlich. Ja, dass die irgendwie nicht schaffen, Stahl hier rüber zu kriegen, weil ich das irgendwie falsch eingestellt habe. Und einmal mehr, ich kann leider die Kommentare noch nicht zu den letzten Folgen gelesen haben, weil die Folgen noch nicht online sind. Wir nehmen am Stück auf. Aber jetzt werde ich das mal nochmal angehen. Jetzt machen wir das ganz einfach. Wir bauen hier nochmal einen Schoner. Okay. Und dann werden wir den dazu verdonnern, dass er Stahl transportiert. Du bist das Kanonenboot, aber das hat doch eigentlich auch einen Frachtraum. Gehen wir schnell gucken. Kriegen wir das nicht irgendwie hin? Wer ist jetzt das schon wieder? Meine Schiffe durchkämmen die Weltmeere. Aha, du musst Fenster bringen, nicht durchkämmen. Oder vielleicht hat sie Fenster gebracht, ich glaub's nicht. Nein, null. Okay, wenn wir hier mal gucken. Da. Zack, kriege ich das auf Schiff, beziehungsweise das muss ich hier machen. Kanonenboot. Mit Dreck und Trop ein Item. Hier rein. Aha, das geht ja schon mal wieder hervorragend. Aus irgendeinem Grund kann ich das nicht mitnehmen. Das ist aber auch ein komisches Zeichen hier oben. Zwischenprodukt. Ja, wir brauchen ein Zwischenprodukt. Das brauchen wir auf der anderen Insel. Geht nicht. Wenn ich das hier hin... Nee, geht auch nicht. Warum geht das denn nicht? Muss ich das doch hier oben? Ja, okay. Dann ist das der einzige Fracht. Was ist das denn hier unten? Item-Sockel. Da müsste man wahrscheinlich irgendwie ein anderes Boot haben. Ich weiß auch nicht. Und das Boot irgendwie skillen? Ich weiß nicht. Okay. Bring das mal rüber. Und zwar, jetzt müsste der aber noch wissen, wo er hin muss. Neue Befehle. So, das hast du. Jetzt Patrouillenroute. Schiff befehlen. Transfermenü. Das ist eigentlich nur das hier. Okay, ich muss aber dem sagen, wo er hin muss. Nein, aber oho. Nee, Patrouillenroute war auch nicht, was ich wollte. Ja, jetzt fährt er im Kreis, weil ich geklickt habe. Ich bin zuversichtlich, dass wir es ja, jetzt kommt der wieder. Moment. Oh, pünktlich auf die Minute. Ja. Wie immer. Machen wir hier einmal Hypnose und dann passt das. Bitte veröffentlichen. Wir haben im Moment für die Presse leider keine Zeit. Oder bloß Politur? Politur. Wer kann es schon sagen? Aha, jetzt haben wir das. Okay, Handelsstation. Wir wollen von... Nicht von da, sondern von hier. Hierhin. Zack, passt. Und wir wollen klicken, um zu laden. Das hier. Okay, klappt das? Ja, Menge. Können wir ein bisschen runter. So, machen wir mal die 17. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Da haben wir aber wieder ein Problem. Klicken, um zu entladen. Okay, jetzt passt. Ja, wahrscheinlich war das Problem, dass man eben noch nicht entladen eingestellt hatte. So, annehmen. Und dann müsste das doch funktionieren. Jetzt haben wir am Schluss dann 10 Schiffe, die Stahl transportieren sollen. Und es macht eben trotzdem keiner. Okay, wir gehen wieder raus. Sind Fensterchen angekommen? Ich fürchte, nein. Wo hatten wir die Fensterchen? Hier. Nee, das ist natürlich blöd. Das kriegen wir so nicht hin. Muss man anders machen. Aber wo kriegt man denn Quarze her? Also eben, ich musste lachen. Aldemar hat sich genau das gleiche gefragt. Ich weiß es beim besten Willen auch nicht. Fehlende Waren. Okay. Hier auch fehlende Waren. Vom Stapel gelaufen. Wie viel produzierst du denn? Moment. Eisenmine. 0,15. Okay, die sind eigentlich relativ schnell. Wir hätten hier hinten nochmal eine Eisenmine. Ich würde sagen, wir gehen das doch glatt mal an, dass wir hier noch eine zweite installieren. Zack, okay. Und das dann so machen. Ich mache jetzt sowieso gleich mal die richtigen Straßen, dass wir nach hier vorne düsen. Zack, okay. Und irgendwie hier rein. Das wäre dann hier vorne. Zack, passt auch. Okay, dann könnt ihr die Sachen hier hin transportieren. Jetzt bräuchten wir aber natürlich naturgemäß hier tatsächlich nochmal ein Lagerhaus, sonst wird der relativ schnell reklamieren. Machen wir das mal hier hin. Hier werden später sowieso auch noch Leute wohnen. Also von daher macht das eigentlich auch schon Sinn. Gut. Ja, das scheint schon zu laufen. Ja, da fährt schon die Lore hoch. Ich finde das extrem cool, das Teil, muss ich schon sagen, mit dieser Lore. Wenn man hier mal so zuguckt. Oh, sehr nett. Da wird gearbeitet. Iron Mining. Ach, dieser Ego-Modus. Ich könnte den ganzen Tag hier in diesem Ego-Modus verbringen. Ich finde das so cool. Vor allem, ich muss natürlich sagen, das habe ich mir immer gewünscht, dass ich mal ein Aufbaustrategiespiel finde oder spielen kann, wo man eben wirklich im Ego-Modus sowas sieht. Wirklich in der Qualität. Weil früher
Aufbaustrategie spiele, da hatte man, ich hatte aber halt ein Haus und Pixel. Also ich weiß, jetzt rede ich wieder von den alten Zeiten von damals, 1850 und kurz danach. Aber jetzt hat, ja, ich habe das halt miterlebt. Und damals war wirklich, ja, das war der Traum. Command & Conquer, dass man mal in diese Ego-Perspektive geht und die Panzer etc. so sieht und die Kämpfe. Ah, ja, eine coole Zeit. Heutzutage, wir sind ja doch ein bisschen vorwärts gekommen, was die Grafikqualität angeht. Gut, ich wollte eigentlich eh die Straßen hier mal noch ein bisschen bearbeiten, damit die Wagen schneller vorankommen, weil wenn wir ein Problem haben mit den Transporten, dann kann das natürlich auch daran liegen, also nicht nur daran, dass wir zu wenig Lagerhäuser haben, sondern dass die halt einfach auf ihren Straßen nicht vorwärts kommen. Aber jetzt hier das ganze Straßennetz ausbauen, das ist natürlich auch ein bisschen eine Arbeit. Ich mache einfach mal, was ich kann, weil irgendwann gehen uns die Materialien aus, das ist auch klar. Also ich war auf Expedition und wir haben keine wir dachten, wir finden Menschen, Kannibalen, Fresser oder so, aber es waren doch nur andere, normale, weiße Menschen und ja. Aha. Sehr karge Gegend und jetzt muss ich weiter gucken. Hatten die wenigstens Fenster? Nee, ich glaube nicht. Schwach. Ich bin weitergesegelt, die waren mir zu primitiv. Ah, okay, verständlich. Ich hätte sie angreifen können, aber hab dann gedacht, okay, rede ich lieber mit ihnen. Wenn es Eingeborene gewesen wären, hätten sie wahrscheinlich alle über den Haufen geschossen. Aber ich hätte auch einfach nur niesen müssen, dann wäre sowieso der ganze Kontinent mir. Ach, ey. Hatschi! Oh, Entschuldigung. Ja, alle tot. Ja. Ah, toll. Jetzt haben wir cool. Ganz viel Gold. Ja, okay, muss ich dann auch mal noch machen. Wir machen mal noch irgendwann eine zusammen, würde ich vorschlagen. Hat er mich blöd angeschaut? Ja, ich glaube, das kann man nicht so richtig zusammen machen. Also es kommt dann, du segelst rüber. Und dann kriegst du so Ereignisse, deren Spur nachgehen oder nicht. Und dann, also ich habe noch nichts gefunden, wo ich es anlegen kann. Das ist nur so eine Art Event. Ah, okay. Ja, gut. Da muss ich das selber mal noch ausprobieren. Aber eben, ich bin hier noch völlig mit anderen Sachen beschäftigt. Ich muss die Stadt hier erstmal halbwegs in den Griff kriegen. So, hier können wir auch leveln. Sehr gut. Schön. Dann haben wir das. Und jetzt tatsächlich nochmal die Kontrolle. Aber wir haben zu wenig Bauern. Okay, bevor wir kontrollieren, werden wir hier nochmal ein paar Häuschen hinstellen. Hier unten hätten wir eigentlich auch noch die Möglichkeit, was hinzustellen. Wenigstens so ab und an mal. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Aha, okay, das hat schon was gebracht, dass ich da ein bisschen was getan habe. Jetzt habe ich wieder eine Straße. Ich weiß nicht, warum ich immer... Ich habe übergeguckt, ich habe keinen Quarz gefunden. Ja, ich glaube, ich werde nachher irgendwann dann mal Google fragen. Weil ich habe die ganze Insel vorher schon mal abgesucht, als ich gerade nicht aufgenommen habe. Das ist woanders. Das ist nicht hier auf dem Kontinent, vermute ich mal. Ja. Also ich habe Kupfer gefunden. Das scheint auch ziemlich selten zu sein hier. Aber sonst... Ja, bringt halt nichts, wenn wir eine Glaserei brauchen. Leider. Ja. Das, ich meine, Quarz kann doch nicht so selten sein. Ja, oder? Ich habe mir vorher gerade überlegt, wo kommt denn in der Natur Quarz her? Irgendwie aus Stein? Oder ist das Sand? Ah, okay. Ich meine, es gibt doch auch Quarz-Sand oder wird das daraus gemacht oder ich weiß auch nicht. Ich meine, keine Ahnung. Einfach... Ich komme nicht aus dem Quarz-Business. Wüsste ich tatsächlich nicht. Also bei Subnautica liegt das überall am Boden auf jeden Fall. So Kristalle. Ja, also, okay. Schreibt es in die Kommentare, hilft uns intelligenten Menschen. Ja, genau, gerne. Macht das doch. Wenn ihr das tatsächlich wisst, wo es Quarz gibt, dann wirklich gerne in die Kommentare. Im Quarzland. Also Ja, im Quarzland. Da müssen wir das Quarzland suchen. Naja, das werden wir auch noch schaffen. Ich wollte eigentlich hier nochmal leveln. Aber man sieht schon, hier wird nicht mehr gelevelt. Nö, hier haben wir nichts mehr. Ich weiß, man könnte jetzt gucken wegen den Bedürfnissen. Aber ich glaube, bevor wir jetzt hier weiter leveln, müssen wir mal alles hier in den Griff kriegen, was wir sonst noch haben. Genau, ich habe doch eigentlich noch wegen dem Stahl. Haben wir denn jetzt hier hinten Stahl? Kann ich den jetzt hier endlich mal? Nee, denkst du, das gibt's ja nicht. Man muss, das ist wieder jemand Fremdes. Wo sind unsere Schoner? Das ist doch die Ladung. Stahl, Zwischenprodukt. Ist das, was er an Bord hat? Das müsste doch das sein, was er an Bord hat, hoffe ich. Ich gehe nochmal gucken. Na, hier schauen. Ja, Stahlträger haben wir, brauchen wir aber nicht. Genau, hier nochmal gucken. Ja, es ist schon Stahl. Man sieht es da nicht. Diese vier, die fehlen. Das sind nicht Stahlträger, das ist Stahl. Also, wenn du das jetzt hier ablieferst, so wie du das machen solltest, dann müssten wir hier doch Stahl haben. Oder was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Komm mal daher, da hinten kommt der Nächste.
Ja, ist eigentlich auch schon schön hier. Ist halt klein und gemütlich. Und da wird gemacht und getan. Das bringt natürlich alles nichts, wenn wir hier die Teile noch nicht haben. Wir brauchen das Bier. Auch wenn der Alte mal gesagt hat, er weiß auch nicht, wofür das da ist. Na? Lad ab. Da, haben wir doch. Stahl, Zwischenprodukt. Hä? Warum können wir das denn nicht bauen? Das wird nicht angezeigt. Baukosten, ist schon klar. Wir haben eigentlich alles, außer Stahl. Und Stahl haben wir doch jetzt hier an Lager. Oder ist das gesamtinseltechnisch? Nee, das ist doch hoffentlich nur von New Heiseland hier. Da kommt noch einer. Was bringt der? Jetzt fährt er wieder weg. Okay, der hat wahrscheinlich davon ein bisschen gebracht. Ich verstehe tatsächlich nicht, warum das nicht funktioniert. Bitte gerne in die Kommentare. Helft dem blinden Heisi. Ich meine, die Schiffe bringen, wir haben hier im Kontor drin. Oder ist das halt tatsächlich, ist ein, wie soll ich sagen, ist ein Kontor, also sind zwei Kontor einer, wenn man 10 Inseln hat. Also ist das das gleiche wie das, was wir auf der Hauptinsel haben? Das ist natürlich jetzt die Frage. Weil eigentlich müssen nur 75 Stück haben. Eigentlich müssen die Schiffe das transportieren. Nur, sie machen es halt nicht. Okay, wisst ihr was? Wir bauen mal nochmal, war einfach, weil wir können. Ein Kanonenboot. So. Gut, hätten wir. Was können wir denn eigentlich hier sonst noch bauen? Beim Handwerker. Das Rathaus haben wir gebaut und das ist noch gesperrt. Okay, da brauchen wir 250 Handwerker. Wir haben erst 118. Ja, und für das müssen die halt hier leveln. Dann kommen wir wieder zurück zum ursprünglichen Plan. Wir gucken nochmal kurz. Denen fehlen Sachen. Ich kann ja vielleicht doch mal noch kurz gucken, was denen genau fehlt. So, denen fehlt wahrscheinlich eben... Ja, denen fehlen Fenster. Das sehe ich kommen. Denen fehlen... Ja, Konserven können wir nicht ohne Fenster machen. Nähmaschinen, wo kriegen wir die denn her? Pelzmäntel, pfui. Eine Uni. Okay, wir müssen weiter. Ja, einfach weitermachen, so wie wir bis jetzt gemacht haben. Anders geht's nicht. Aber ich möchte halt das Bier haben. Das gibt's doch nicht. Man kann doch nicht hier hinten die ganze Zeit Zeug abladen. Wird das denn mehr? Nö. Ausgewogen. Waren werden bis zum festgelegten Limit gekauft oder verkauft? Ich mach mal kaufen. Aber das bezieht sich doch nicht auf unsere eigenen Schiffe wahrscheinlich. In meinem Expeditionsschiff treibt sich ein Monster rum. Hä? Ja, ich habe versucht zu fangen, hat nicht funktioniert. Da hast du so, kannst du so Antworten rausfüllen. Haben wir versucht, einen Käfig zu bauen, aber keine Ahnung. Es ist seltsam. Was es nicht alles gibt. Und ich scheitere hier tatsächlich daran, diesen ollen Stahl auf die neue Insel zu kriegen. Das ist ja unglaublich. Alter, mach, guck mal, wenn die Folge raus ist, dann guck mal das Video. Und dann sagen wir, was da nicht stimmt. Schiff, fährst zum Kontor? Ja. Ja. Drückst du aufs Schiff und dann auf dieses Kistensymbol. Ich Transfermenü, ne? Ich habe zwei Handelsschiffe, also zwei Schoner. Beim einen habe ich eingestellt 50 Bretter, beim anderen 50 Stahl. Der fährt hier hin und her, hat da alles. Okay, jetzt wenn ich hier beim Kontor klicke, beim neuen, auf der zweiten Insel, dann sehe ich, dass er Stahl hat. 75 steht hier. Aber ich kann aus den Blaupausen für die Brauerei etc. trotzdem nichts bauen, weil Stahl fehlt. Und das sind nicht Stahlträger, sondern Stahl. Ist denn die Straße bis zum Kontor verbunden? Ja, eigentlich ja. Moment. Ist da? Ja. Eigentlich ja, doch, doch. Die haben Straßenanschluss. Die sind ja auch mit Hopfen und Zeugs beschäftigt. Die haben einen Marktplatz, die sind eigentlich ganz friedlich und fröhlich. Aber ich kann das Zeug nicht bauen. Ich kann das Zeug nicht bauen. Denen fehlt Stahl. Obwohl... Der Konto eigentlich sagt, er hat. Also das und wenn ist du oben aufs Handelshaus drückst, steht auch, dass sie Stahl haben. Wenn ich wo klick? Drück mal oben aufs Handelshaus. Wo ist bei dir oben? Das gibt's, du hast ein Handelshaus auf der Insel gebaut, ne? Neben der Getreidefarm. Also ein Marktplatz meinst du? Ein Lagerhaus. Ein Lagerhaus, ja, das habe ich, okay. Klick da mal drauf, ist da Stahl drin? Schiff vom Stapel gelaufen. Eigentlich steht 75, aber irgendwie hat so ein Pfeil oben. Also das sieht eher aus, als hätte es kein Stahl. Aber dann frage ich mich, warum bringen sie den nicht? Ich habe sie eingestellt beim Schiff. Mach mal die Straße unten breiter am Kontor vielleicht irgendwie. Du sagst ja, da wäre was. Ist es denn ein grüner Balken oder ein blauer? Es steht da eine Nummer, wie viel Stahl da drin ist. Beim Lagerhaus meinst du?
Ja, nee, beim Konto oder ist ja egal. Lagerhaus oder Konto. Lagerhaus muss da ist, beides... Da ist oben ein blauer Pfeil, der zeigt Richtung rechts. Entwicklung bleibt stabil. Insellager verfügbar 75, reserviert 0. Stahl 75 von 75. Ist der Balken blau, grün? Ja. Stahl? Ja. Ja. Keine Ahnung. Ich mach mal die Straße ein bisschen breiter unten beim Kontor. Die halt mal im Kontor lang. Okay, hab ich. Mal gucken, ob's was bringt. Nein, am Kontor, nicht vor dem Kontor. Ist es nicht dran? Doch, ist dran. Doch. Ja. Moment. Nee, ist richtig. Ja, also. Ja. Interessant. Ich kann das ja nicht sehen. Nee, du kannst natürlich nicht sehen, was drin ist. Ja, aber mach eben. Mal. Ja. Komisch. Ist einfach ein Bug. Ja, ich bin vorsichtig bei so Sachen. Wenn ich spiele, dann ist relativ schnell alles ein Bug, weil ich es nicht hinkriege. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ich fahr mal dahin. Kannst Stahl. Du irgendwie die Anfrage hoch machen? Was? Die Anfrage mal irgendwie. Kannst da ja sagen, irgendwie den drückst auf Stahl und dann sagst du. Ah, habe ich eh gemacht. Pfeil daneben und kaufen habe ich eingestellt. 30 Stück. Ich komme jetzt mal rüber. Ja, vergiss den Stahl nicht. Ja, 30 habe ich geholt. Hi. Ordne es ein bisschen. Die laden das nicht ab. Die kommen mit dem Stahl hier hin und laden sie mir nicht ab. Der fährt jetzt der eine das Kanonenboot. Wenn es voll ist, können sie auch nichts mehr abladen, ne? Ja gut, aber warum wird das zum Geier nicht transportiert? Es wird doch transportiert. Du sagst auch, er hat Stahl drin, oder nicht? Ja, aber die Blaupausen, die brauchen hier Stahl. Die brauchen Holz, Stein und Stahl. Du weißt, dass du die Blaupausen selber ausbauen musst, ne? Ja, klar. Unterhaltskosten, ja, das ist aber klar. Und da steht du musst einfach draufklicken und dann bauen. Oder sind das eben doch Stahlträger? Das wäre ja der Hammer. Echt jetzt? Hast du jetzt den Eisen gebracht? Ja. Die brauchen Stahl. Eisen ist Eisen. Das Stahl ist doch aber... Das gibt's ja wohl nicht. Ah, okay, ja. Ja, siehst du, ein Bug? Ja, ein Bug. Ich erfinde laufend neue Bugs. Aber das blöde Zeichen bei der Blaupause, das sieht für mich aus wie Stahl. Aha, okay, alles klar, brauchst nicht kommen. Ich bring dir einen Rollstuhl. Einmal mit Heisi. Ja, Rollstuhl, sehr gut. Ein bisschen Dextroenergen. Auch aus Eisen, ja, ein bisschen. Ja. Wie heißt das Zeug? Ah, Klosterfrau Melissengeist. Ja, genau. Jetzt haben wir sie, glaube ich, aber alle genannt. Das ist keine Werbung. Ah, okay, gut, dann muss ich das... So, wie sie es gesagt haben. Ja, okay, dann muss ich das tatsächlich nochmal ändern. Bringen wir jetzt Stahl, Eisenberg. Wir helfen, also, wo wir können. Das hier muss raus. Okay, das haben wir raus. Oder da kommt schon jemand und bringt die Stahl. So, und dann soll hier rein... Gibt's ja gar nicht. So, annehmen. Und hier würden wir das dann gerne wieder abladen. Moment. Nicht annehmen, ich möchte das auswählen. Das löschen wir. Ja, jetzt passt. Okay, jetzt habe ich eingestellt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es funktioniert. Bin sehr stolz. Ja, was meinst du, wie stolz ich bin, wenn dann tatsächlich was ankommt? Aha. Herzlich willkommen, Herr Aldemar. Ja? Hier auf unserer Insel. Jetzt gibt es noch ein Problem. Funktioniert. Okay, wieder zurück. Ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Handeln? Weiß ich auch nicht, aber du bist gerade beim Schiff im Weg. Wie das einfach reindrückt. So, was haben wir jetzt hier? Der hat nichts gebracht. Bringt der was? Ist bereit. Nee. Ach, das war wieder... Ich kann das irgendwie hier nicht... Geflügelter Affe. Die geben. Wir wurden gerade von dem geflügelten Affen besucht. Was? Ja, der heißt so. Neue Befehle. Ich musste selbst machen. Nicht entladen. Also du hast ja gesagt, dass du Stahl brauchst. Ist das jetzt da... Ja, so Stahldingens, Stahlträger, offensichtlich. Ja. Ich glaube, mein Schiff kommt jetzt mit Stahlträgern. Hier ist grün. Ja, da hätte ich natürlich noch eine... So, wenn ich jetzt hier auf Handelsmenü öffnen drücke, habe ich hier zwei Dingens. Ich will es geben. Es sind keine Waren im Angebot. Also, da steht auch nichts, was du... Vielleicht brauche ich irgendwas zum Austauschen oder so. Schenken geht wahrscheinlich nicht.
Eigentlich haben wir hier Bretter und alles Zeugs haben wir. Wir haben Steine, aber vielleicht nicht zum Handeln. Na gut, mein Schiff kommt. Jetzt ist aber die Frage, ob der das tatsächlich ablädt. Aber du hast ein schönes Schiffchen, Kollege. Ja, drei. Pass mal auf, dass die Piraten das nicht holen. Ist noch umbenennen. Okay. So, wenn jetzt Stahl kommt, dann mache ich aber drei Kreuze. Stahlträger. Warum haben sie nicht noch so gemacht, dass man noch einzelne Schrauben braucht, damit ich überhaupt nicht mehr klarkomme? Ja. Wäre doch eine Idee gewesen. Ich bin mal Satisfactory. Oder Factorio. Ja, bin ich des Wahnsinns. So, jetzt. Hat auch nicht geklappt, das ist aber nicht wahr. Ach, das ist die Krabbe. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Oh, Feuer in Heisiland. Das habe ich nicht mal mitgekriegt. Können wir schon wieder aufbauen? Nee. Oh! Mein Gott, während ich mich hier um Stahlträger kümmere, brennt meine Stadt nieder. Gibt's ja nicht. So, die renovieren wir später nochmal. Ich muss gucken, was hier hinten passiert. Jetzt müsste ich es nur noch finden. Hier, da kommt das Schiff langsam an. Und jetzt einfach abladen. Neue Befehle? Ja, einfach das abladen hier. Die Stahlträger. Schlurz und raus damit. Na? Okay, das hat geklappt. Ja, schau an. Wunder geschehen. Unglaublich, nach gefühlten 10 Jahren kann ich endlich meine Brauerei bauen. Ich bin sehr stolz. Hat geklappt. Ja, man sieht schon, das Handeln ist tatsächlich sehr einfach. Aber es ist einfach ungemein wichtig, dass man die richtigen Sachen einlädt. Oder ein bisschen Dextroenergen vorher isst. Oder ja, so. Oder vielleicht mal 2 Minuten überlegt, bevor man das macht. Gespeichert. Das galt jetzt für mich, nicht für dich. Ach, ich sollte das auch öfter machen, keine Sorge. Ja, nee, das ist ja wirklich irgendwie. Okay, gut, dann haben wir das. Dann können wir tatsächlich da hinten endlich Bier herstellen. Sobald wir welches haben, sagen wir natürlich den Schiffen, dass sie das hierher verschiffen sollen. Gut, und sonst haben wir hier noch was? Genau, mehr eben Bier. Das ist die halbe Stadt hier. Was haben wir denn mit dem Bier? Heisenberg, was machen wir mit dem Bier? Ja, verkaufen. Wenn sie es nicht selber wollen, dann kannst du das doch wahrscheinlich verkaufen, oder nicht? Ah. Nee, das ist für den Marktplatz, der will auch Bier haben. Aber gut, ich meine, die Handwerker wollen es aber nicht. Also ich könnte dir in der Realität Tipps geben, wer alles Bier möchte, aber so in dem Spiel alle wollen Bier haben in der Realität. Ja eben, wer will denn auch kein Bier haben? Das ist ja kein Bier. Tun. Boah, das ist eine riesengroße Piratenflotte. Wow. Was du alles siehst, ich bin immer noch in meinem Kuhkaff. Wegen dem blöden Bier. Die Augen öffnen, Heisenberg. Ja. Du kannst einfach so gucken, du musst deine Schiffe ja nicht benutzen, um irgendwo hinzugucken. Ja, ich bin so beschäftigt mit meinem Städtchen hier, dass ich nicht zum Zugucken komme, aber ich gucke jetzt gleich mal. Da kann ich mein Dingens hier mal kurz gerne haben. So, jetzt haben wir wieder zu wenig Bauern. Ich würde gerne wissen, wo alle meine Schiffe sind. Nicht Lagerhaus, Bauernhaus. Machen wir mal hier nochmal einen Riegel. Bis hier hin, wegen der Straße. Die ziehen wir dann weiter. Und hier haben wir ja auch nochmal so schön Platz. So, bis darauf, dann müsste das für das erste Momentchen wieder reichen hier. Dass die Jagdhütte nicht im ersten Fenster schon verfügbar ist, irgendwie, das wundert mich. In jedem Spiel ist die Jagdhütte eines der ersten Gebäude, was gebaut wird. Ja. Ja, gleich neben dem Holzfäller. Ja, genau. Aber hier nicht. Meine Expedition ist immer noch am Expedieren. Wer hat irgendwas? Fehlen. Ach, jetzt fehlen auf der neuen Insel tatsächlich auch schon. Warum? Hä, Moment. Bauern? Arbeiter. Moment, ich muss dir was vorlesen. Ach. Okay. Das ist natürlich blöd. Wir brauchen hier tatsächlich, seht ihr hier, Arbeiter. Nicht Bauern, sondern Arbeiter. Wir müssen das leveln. Um das zu leveln, müssen aber natürlich zuerst die Bedürfnisse haben. Gut gemacht. Und die wollen einen Marktplatz, sie wollen Fische und sie wollen Arbeitskleidung. Das heißt, das werden wir jetzt hier tatsächlich auch nochmal alles angehen müssen. Also einmal Fische haben wir hier. Und dann hätten wir... Was wollen sie noch? Ich muss aber schnell gucken. Arbeitskleidung, glaube ich. Jawohl, Arbeitskleidung. Die haben wir hier. Schäferei. Okay, bauen wir. Ja, so gibt es dann halt nochmal eine zweite große Insel. Aber ist ja eh schön. Können wir denn hier überhaupt noch bauen? Das ist ja doch eher limitiert, das Ganze. Machen wir dich mal hier hinten hin. So, okay. Drei Felder.
Drei Felder sind drei. So, eine Straße dazu. Okay, ist zu erreichen. Hier unten, die bauen auch noch eine. Okay, das passt auch. Und dann brauchen wir natürlich noch die Weberei. Die kommt hier gleich daneben. Und das konnten wir jetzt tatsächlich alles bauen, weil wir Stahl hin und her schiffen. Okay, jetzt bräuchten wir hier auch wieder Bauernhäuser. Wir sind in New Heiseland, genau. Ich muss da wirklich genau gucken. Nicht, dass ich beim Falschen schaue. So, Wohnung, Wohnung, Wohnung. Hier Wohnung. Und dann gucken wir, dass wir relativ schnell leveln können. Wobei, da gibt es nicht viel zu gucken. Das müssen wir dann einfach machen, sobald wir es können. Hier brauchen wir nochmal eine Straße. Die geht mal hier oben lang und da rein. Okay, passt. Gut. Braucht er noch weitere? Tatsächlich, die brauchen noch weitere Häuser. Einmal so und einmal so. Und dann werden wir hier, würde ich vorschlagen, gleich auch mal noch gucken. Wegen der Attraktivität, dass wir hier ein paar Pflanzen installieren, überall wo wir die Luken haben. Das war jetzt echt nicht schlecht mit dem Stahl. Ich möchte nicht wissen, wie oft ihr in die Kommentare geschrieben habt. Ja, Heisi, du musst halt... Jetzt habe ich wieder die Straße. Ja, Heisi, du musst halt mal den richtigen Rohstoff verwenden. Dann wird das schon transportiert. Da habt ihr natürlich absolut recht. Sorry, was? Sag mal tschüss. Tschüss. Sehr gut, haut rein. Okay, ja gut, ich würde sagen, bei uns ist auch rum. Bist du noch aufnehmen? Sie machst du noch was? Altemar, sag mal tschüss. Tschüss, macht's gut. Ja, sehr gut. Okay, dann sage ich hier auch tschüss. Jetzt sind wir aber gar noch aufgestiegen. Guck mal, neuer Dorfstatus. Oder Status Dorf. Und zwar hier auf der zweiten Insel. Halleluja, gut. Deine Hauptstadt ist jetzt ein Dorf. Ich gratuliere dir. Oh, Madame Kahina hat einen Handel aufgenommen mit Heisi. Vielleicht bringt sie die Fenster. Das wäre ja nett von der guten Frau. Aber, ja, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich sage dann auch mal tschüss. Danke fürs Zusehen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.